Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplays. Ja, Skins vorgestellt bei uns hier in-game. Hier haben wir den Haze mit diesen, ja, Teufelsflügeln hinten dran. Ja, hat hier diese Krakenpicke. Ziemlich cool. Ja, hier ist er auch noch mal zu sehen. Mit einem kleinen Herzrucksack hinten drauf. Ja, so sieht sie natürlich auch ganz cool aus. Ja. Ja, lassen wir es doch einfach mal laufen. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, das sieht jetzt hier ziemlich strange aus. Wir sehen hier die Augen, wir sehen die Zahnreihe von unten. Ja, ordentlich schön geputzt. Aber das ist eine Mülltonne und darin hat sie sich jetzt hier versteckt. Also lassen wir es einfach mal laufen. Gucken, wann sie rausgesprungen kommt. Und jetzt aber schnell. Zack, 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 zack. Ja, das hat mit den 10 Sekunden dann nicht so funktioniert, wie du dir das gedacht hast. Gibt dir diese Aufgabe jetzt momentan, innerhalb von 10 Sekunden aus einem Versteck rauszukommen und jemanden zu killen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist sie auch schon tot. Ist ja der Schirm hier. Wie geil. Ja, sieht er richtig cool aus irgendwie, ne? Mega cool, der Teil. Von unten jetzt nicht ganz so. So sieht Haze aus in der Luft. Hier die Flügel. Gut. Das sieht echt cool aus. Ja, den letzten Schuss, 18 Schaden gemacht. Noch ein Kill. Ja, leider ist es ist die Replay-Funktion nicht lagfreier geworden. Es wäre schön gewesen, wenn sie die Zeit genutzt hätten, da diese Woche, wo die Replay-Funktion außer Kraft gesetzt war. Ich hatte doch tatsächlich gehofft, dass sie das machen würden. Da ist übrigens ein Renekton. Konnte man einfach wieder auf Escape und dann ist das Ding wieder zugegangen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Replay-Funktion wurde verschlimmbessert. Dann schön einen Rocket abgekriegt. Das war doch ich. Ne? Ich noch irgendwie dran erinnern? War die bei den Gegnern? Nein, die war doch bei uns. Bin schon ein klein wenig irritiert hier, aber gut.
Ja, wenn euch das heutige Gameplay gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Skin Gameplays. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.